Hallo ihr Lieben, willkommen zu den Tageskarten für Mittwoch und Donnerstag. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, sind die letzten beiden Tagesorakel ausgefallen. Mich hat nämlich leider die Krankheitswelle doch noch erwischt. Aber es geht mir jetzt wieder etwas besser. Ich hoffe, bei euch ist auch alles in Ordnung, ihr seid gesund. Und ja, ich schaue jetzt mal, was die Mitte der Woche uns so bringt. Diesmal auch wieder mit Live-Mischen. Ich habe heute ein bisschen mehr Zeit. Und ich finde das eigentlich immer ganz nett. So. Da ist schon. So. Die erstmal in Tarotkarten. Und ich lege auch sofort eine Lenormand-Karte dazu. Die hätte ich gerne. Und die. Und dasselbe nochmal mit der blauen Eule. Ja, ihr dürft euch wieder einen Stapel aussuchen. Ihr könnt euch auch gerne einen Stapel für Mittwoch und einen für Donnerstag aussuchen. Ich wurde neulich gefragt, ob man das machen könne. Auf jeden Fall. Also ihr könnt euch hier ganz auf eure Intuition verlassen. Auch wenn ihr dieses Orakel zu einem späteren Zeitpunkt schaut. Ich persönlich glaube nicht an Zufälle. Und von daher kann es sehr gut sein, dass dieses Orakel auch unabhängig von der Zeit eine Botschaft für euch hat. So, ihr Lieben. Ich denke, ihr habt euch entschieden. Wenn nicht, dann haltet das Video bitte an. Und ich schaue jetzt hier einfach mal links. Was hat uns das Tarot zu sagen? Wow, da kommt die Lust. Das ist die 11. Das ist eine große Arcana-Karte. Und oh, Entschuldigung, ich bin noch so ein bisschen angeschlagen. Ja, und es geht hier ganz klar um Kraftzuwachs, ja, um eine lustvolle Lebensweise. Wie gesagt, es ist ein großer Arcana oder auch ein Trumpf, wie man das hier bei Crowley nennt. Das heißt, es ist hier auch wieder ein sehr starker und wichtiger Einfluss, ja. Es ist keine kleine Arcana, sondern eben eine große. Und egal, was du heute vorhast oder in den nächsten zwei Tagen, du darfst jetzt hier wirklich lustvoll vorgehen, ja, vertrau auf deine eigene Kraft, auf deine eigene Lebenslust und vielleicht spürst du das auch einfach im Moment, dass du dich wieder sehr, sehr kräftig fühlst, wieder voller Lebenslust steckst und auch wieder Lust hast, vielleicht mit deinem Partner oder mit deinem Wunschpartner lustvoll umzugehen. Es kann ja aber auch genauso gut bedeuten, dass du dich einem Projekt oder deiner Familie wieder sehr viel mehr und sehr viel stärker widmest und dir das auch Freude bereitet. Also diese Karte spricht jetzt nicht unbedingt von Verpflichtungen, denen du nachkommen musst oder das Gefühl hast, du musst ihnen nachkommen, sondern hier geht es eher um Freiwilligkeit. Wow! Und dazu kommen der Bär und die Sterne. Ja, auch der Bär ist eine sehr, sehr kraftvolle Karte. Ja, und spricht von Machtzuwachs, von Zuwachs an Kraft, dass du dich jetzt wieder wieder voll in dir selbst wohlfühlst vielleicht auch, ja, dass du wieder Lust hast, dein eigenes Leben zu gestalten und das wird dir auch gelingen, denn die Sterne hier ist eine der größten Erfolgskarten oder Glückskarten im Lenormand, für mich zumindest. Und ja, da geht es um Erfolg, auch um Träume, ja, du hast jetzt vielleicht die Kraft, einen alten Traum zu verwirklichen, egal in welchem Lebensbereich, ob das jetzt Partnerschaft betrifft oder Beruf oder auch Familie. Darüber hinaus können die Sterne auch auf Spiritualität hindeuten, ja. Vielleicht spürst du das jetzt sehr viel stärker als sonst, dass da eine neue, dass du da vielleicht eine neue Ebene betrittst, was deine Spiritualität angeht. Denn da du dieses Video schaust, gehe ich davon aus, dass du ohnehin schon ein spiritueller Mensch bist. Aber ich glaube, da wird sich jetzt hier auch nochmal für dich etwas tun. Vielleicht bekommst du da neue Impulse oder spürst dich einfach sehr stark verbunden mit dem Universum oder deinem Gott oder woran du glaubst. Und das dürften hier zwei sehr erfolgreiche Tage für dich werden. Sehr schön. Darüber hinaus könnte der Bär auch für eine männliche Person stehen, ja, also eventuell auch für den Vater.
dass du hier eventuell ein Gespräch mit deinem Vater führst oder irgendwie die Beziehung zu einem Mann für dich jetzt gerade wichtig ist. Und dass du die jetzt in den nächsten beiden Tagen auch erfolgreich gestalten kannst durch die Sterne. So würde ich das hier interpretieren. Ja, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch an all diejenigen, die sich für diesen Stapel entschieden haben. Das sieht sehr gut aus. Ja, ich wünsche euch eine wunderbare Woche nicht. Wir sehen uns am Freitag nochmal wieder, aber erstmal einen guten Start in den Mittwoch und Donnerstag. So, dann machen wir jetzt hier mit dieser Seite weiter. Kann das noch getoppt werden? Okay, und hier kommt die Macht. Das ist eine kleine Arcana-Karte. Und das sind die vier der Münzen oder vier der Scheiben auch genannt. Und hier geht es um Struktur. Darum, dass du vielleicht wieder etwas strukturierst, was ein bisschen in Unordnung geraten ist. Es könnte aber auch sein, dass du dir hier deiner Macht wieder bewusst wirst, die du hast. Ja, vielleicht war dir das in letzter Zeit nicht so klar, dass du ein machtvolles Wesen bist mit dieser Karte. Darf dir das hier wieder bewusst werden, dass du eben eine große Macht hast. Und auch die Macht hast, Dinge zu beeinflussen, Dinge in Ordnung zu bringen und zu stabilisieren. Das kannst du. Sehr schön. Schauen wir mal in die Lenormands. Oh, okay. Also hier einmal die Störche und die männliche Hauptperson. Die männliche Hauptperson, es ist ja allgemeines Orakel. Dementsprechend könnte das auch eine Frau sein. Sie kann dich selbst repräsentieren oder einen Menschen, der für dich sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Wenn man die männliche Karte jetzt mal abgesehen davon, dass sie als Person gedeutet werden kann, als eine Zustandskarte deutet, dann heißt das ja auch vielleicht aktiv werden, ja. Und zusammen mit den Störchen ist das hier für mich auf jeden Fall eine Aufforderung, aktiv zu werden, etwas zu verändern, etwas in die Veränderung zu bringen. Falls gerade nichts in deinem Leben ansteht, dann bist du hier auf jeden Fall aufgerufen, etwas in Ordnung zu bringen, wieder zu strukturieren. Das kann im familiären Bereich sein, ja, vielleicht gab es da irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme, aber auch in der Partnerschaft oder im Beruf. Ja, da darfst du dich jetzt hier auf jeden Fall wieder aktiv, wie soll ich sagen, darfst du hier wieder aktiv werden. Darüber hinaus stehen die Störche natürlich oft auch für Umzüge. Also vielleicht steht gerade ein Umzug für dich an oder auch im Allgemeinen eine Veränderung. Vielleicht möchtest du auch deinen Job wechseln oder bist gerade dabei. Und naja, wenn du das bisher geplant hast, darfst du da jetzt aktiv werden und dich aktiv bemühen, eine Veränderung herbeizuführen. Sehr, sehr schön. Naja, und je mehr du das tust, desto mehr wirst du auch hier wieder in deine Kraft kommen, in deine Macht, ja, in dein Bewusstsein, dass du Dinge bewegen kannst. Denn das kannst du hier ganz klar, ne? Also hier geht auf jeden Fall etwas voran. Ich kann dir noch nicht sagen, was jetzt danach kommt, aber hier kommt auf jeden Fall etwas in Bewegung. Das ist sehr positiv. Ja, fällt mir hier noch etwas ein. Ja, wenn es hier vielleicht Streit gab in Partnerschaften oder im familiären Bereich, könnte das auch bedeuten, dass du jetzt aktiv werden darfst, ja, die Vögel fliegen hier zu dieser Person, dass du vielleicht den ersten Schritt auf jemand anderen zugehen darfst, um hier Versöhnung herbeizuführen oder eine Aussprache, egal ob partnerschaftlich oder beruflich. Ja, beruflich könnte es auch bedeuten, dass du dich jetzt bewerben darfst, ja. Also wenn du dich verändern möchtest, dann wäre jetzt auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen und Veränderungen auf den Weg zu bringen. Ja, also zwei sehr aktive Tage für dich, die wirklich schon auch Veränderungen bringen können. Vielleicht auch von außen. Wie gesagt, ich kenne deine persönliche Situation nicht. Wenn du hier ohnehin schon in einer Phase der Veränderung bist, ist das ja auf jeden Fall die Ermutigung dazu, diesen Weg weiterzugehen. Ihr Lieben, das war es erstmal wieder. Wir sehen uns am Freitag wieder zum kleinen Wochenendorakel. Ich freue mich schon auf euch. Ich wünsche euch eine tolle Woche bis dahin und wir sehen uns. Ciao.